was dir hier in diesem Bus sehr gut gelingt, ist eigentlich diese riesengroße Geschichte des DFB-Pokals auf eine doch relativ kleine Fläche zu bringen, mit vielen Elementen, eben auch mit Technik, aber auch mit Beispielen von Trikots und von einem Laufstrahl, der 1935 beginnt. Also von daher ist es genau dieses Greifbarmachen des Pokals für möglichst jeden. Haben Sie jetzt den Pokal für Danke. Die diesjährige Ergo-Tour und ich hoffe, dass genau wie im vergangenen Jahr viele Menschen, viele Fans die Pokalerlebnisse hier im Bus nachvollziehen können. Vielen Dank.